an Ländern aufbaut. Boki und Dado, gut beschützt, gesprächsbereit, gelassen. Also wir sind im Sport tätig, haben einen eigenen Verein, Kickbox-Verein, heißt United Tribunes auch. Gehen auf Wettkämpfe, haben gute Jungs, sehr gute Jungs zum Kämpfen und wir zeigen denen, was wir auch können. Und der Boki war sowieso damals in Jugoslawien als Champion sozusagen in seiner Klasse. Er sprechen wir zum Gut, kann man sagen. Das ist der Ausgünstige, was zum Ausnütze gibt mit unseren Freunden und alles. Ja. Wenn man mit Haftbefehl gesucht wird, ist es nicht ganz so stressfrei, oder? Ja, aber in Bosnien sind wir freie Leute. Also wir sind in Bosnien frei. Also es ist nicht so ein großes Land, aber es reicht zu bewegen. Also das reicht. Eine von Bokis Hauptfrauen ist gerade zu Besuch. Sie dürfen wir weder filmen noch interviewen. Auch auf die Frage, wer die teuren Autos mit deutschen Kennzeichen besorgt, finanziert hat, gibt es keine klare Antwort. Sie sind eben da und erregen Aufsehen. Ja, die Autos sind von Freunden. Freundinnen. Und wir kämpfen uns hier durch, also sozusagen. Offenbar kein schlechtes Leben als Türsteher in einer der besten Diskotheken der Region. Der Laden ist voll mit Granitwohlböden und das Wertvollste, was man reinmachen kann in den Laden, ist eingebaut in den Laden in dem Sinne. Hier oben in den oberen Bereich, das VIP-Bereich. Von da über die ganze Bar kommt ein Steg, wo die Sänger und alles, also wo die singen können und was weiß ich. Also das wird, und das wird noch gemacht. Mit Geld aus Deutschland, das hier gewaschen wird? Die deutschen Polizeiermittler wissen, dass Prostituierte und andere Kuriere regelmäßig größere Summen nach Bosnien bringen. Der Pächter der Disco, auch er Mitglied der Tribunes. Und wer ist Eigentümer? Die Familie, sagt Dado. Er parkt wie früher in Schwenningen, ziemlich wild. Ersatz für die dortige Eisdiele gibt es auch. Eine Art Vereinscafé im Besitz der Familie. Hier treffen sich die Tribunes aus Prijedor. Und welchen Geschäften geht Boki nach? Das ist total überspringbar. Es gibt keine Geschäfte. Wir machen keine Geschäfte. Also diese Tür und so, das macht jeder für sich. Also, es geht hier nur um Freundschaft. Es geht nur um Deutschland, keine Geschäfte. Es geht nur um Freundschaft. Dann erzählt Boki doch noch ein bisschen mehr. Über die Jungs, die ihm hier auf Schritt und Tritt folgen. Die meisten seien Ex-Soldaten. Viele hätten gute Jobs. Im Staatsdienst. Mit besten Verbindungen. Nach ganz oben. Die sind auch in der Regierung. Also in der Regierung arbeiten die auch als Bodyguards. Also für die Regierung arbeiten die auch Bodyguards und so weiter. Also Begleitschutz, alles, also alles drum und dran arbeiten wir. Und ein Großteil von unseren Jungs sind in der Regierung von Polizei und so weiter und so fort. Also sind Großteil hier beschäftigt. Der Haftbefehl, die Anklage wegen Menschenhandels, kein Thema bei diesem Treffen. Boki, hören wir, wolle mit der Staatsanwaltschaft über seine Rückkehr nach Deutschland verhandeln. 6 bis 8 Jahre Haft, lautet die Botschaft aus Konstanz. Kein gutes Angebot, meint Boki. Denn eigentlich gäbe es doch gegen ihn persönlich kaum belastende Aussagen. Oh, schönes, großes Auto. Teures Auto? Die Kommissare in Villingen-Schwenningen verfolgen das Leben der beiden Flüchtigen via Internet. Mhm. Künzelt aber nochmal. Wer hat es runtergebracht? Bis heute fahnden sie nach einem Großteil des Geldes, das Boki, Dado und die bereits Verurteilten jahrelang Dutzenden von Prostituierten abgenommen haben sollen. Immer wieder gibt es Gerüchte, Hinweise. Auf einem Dachboden wird ein Versteck gefunden, aber es ist leer.
Ein großer Teil des Geldes fehlt bis heute, das wissen wir. Es wurden Aktiengeschäfte getätigt, in der Schweiz zum Teil. In Zürich auf jeden Fall. 1000 pro, weil die sind ja ständig nach Zürich, weil sie ja Geld bunkern wollten. Und auf einmal ist kein Geld vorhanden in Deutschland, komisch. Es kommt ja halt keiner dran. Die Spur wurde für uns kalt, weil die Schweiz nicht reagiert hat auf unsere Ermittlungsersuchen bis heute. Wir fahren noch einmal nach Rottweil, wo wir vor Wochen Mitglieder der United Tribunes als Türsteher gefilmt haben. Einige sehen wir nun wieder. Das Treffen mit Boki in Bosnien hat uns auch hier Türen geöffnet. Wir sind eingeladen ins neue Clubheim, wo Onur der Hausherr ist. Er ist Gründungsmitglied, genau wie Boki. Es gibt viele Jüngere, die hier offenbar nur die Gemeinschaft, den Kampfsport suchen, die den schlechten Ruf der Tribunes beklagen. Obwohl Mädchen ihnen allen nun mit mehr Misstrauen begegnen, obwohl mancher sogar seinen Job verloren hat, keiner distanziert sich öffentlich von Boki und den Brüdern im Knast. Wir sind eine Familie, egal welche Nation. Wir halten zusammen, wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Egal, was der eine macht, entweder stehen wir dazu oder wir stehen nicht dazu. Wenn wir nicht dazu stehen, dann werden wir das nicht, was wir jetzt sind. Wir, uns gibt es jetzt seit 6, 7 Jahren. Wir wachsen immer mehr. Ehre spielt ja für euch eine große Rolle. Jawohl. Ist es mit Ehre zu verbinden, dass man den Körper einer Frau verkauft und von diesem Geld lebt? Das ist eigentlich, das ist jedem selber überlassen, sage ich mal. Wie gesagt, wir haben unsere Regeln bezüglich zum Beispiel Drogenhandel, Drogenkonsum, definitiv untersagt bei uns. Wer erwischt wird, gnadenlos Rauswurf, keine Widerrede, keine Wiederaufnahme, kein Alkohol mit Jacke. Wir wollen nicht, dass unsere Mitglieder besoffen rumrennen, wir wollen ein gutes Bild abgeben. Und wie gesagt, es arbeiten ja auch Leute im Milieu. Die stehen aber auch nicht mit Jacke oder Kutte da. Also es ist ihr privates Ding. Ausbeutung und Misshandlung von Frauen, reine Privatsache? Inas Zuhälter sitzt im Gefängnis. Möglich, dass er vorzeitig entlassen wird. Vielleicht in einem Jahr? Schießen, nicht schießen! Und nochmal. Armin Hartwig und Gerhard Walter, die beiden Polizeiermittler. Wie hoch war, ist ihr persönliches Risiko bei diesem Fall? Also mir wurde auch konkret bedroht, zum Teil von den Zuhältern selber. Auch die uns ganz klar nach der Festnahme deutlich gemacht haben, wir treffen dich irgendwann, unter anderen Voraussetzungen. Was ist mit der Familie, mit ihren Kindern? Haben Sie darüber nachgedacht? Ja klar, nachgedacht haben wir schon, ne? Aber das Problem ist, man hat seinen Job. Das ist einfach polizeiliche Arbeit, die dazugehört. Es war ein interessanter Fall, es ist ein interessanter Fall. Und es ist noch nicht zu Ende? Nee, noch nicht ganz. Denkt mir, machen noch ein bisschen weiter. Boki wird weiterhin nicht ausgeliefert. Das Villinger Laufhaus betreiben immer noch seine Ehefrau und eine weitere Strohfrau. Auch das Lanotte hat noch die alten Pächter. Beide Bordelle sind laut Polizeiangaben nach wie vor in Bokis Besitz. Die Stadtverwaltung von Villingen-Schwenningen sei bemüht, den Betreibern die Gewerbeerlaubnis zu entziehen, sagt der Bürgermeister. Das sei aber nicht so einfach, weil sie ja nur zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Außerdem zahlen sie jetzt ihre Steuerschulden ab. Und das geht nur, wenn die Geschäfte weiterlaufen. Und um Geschäfte geht es auch nächste Woche in Betrifft. Erntehelfer, die in Spanien schön billig ernten.